Den nachfolgenden Beitrag widmet Ihnen Reifen Steffni in Koppel bei Salzburg. Der von der Salzburger Motorsport-infizierten Familie Steffni organisierte Histocup Austria, eine der größten europäischen Rundstreckenrennserien mit internationaler Ausrichtung und Beteiligung, macht beim vierten von insgesamt 9 Rennwochenenden heuer erstmals in Österreich Station. Jetzt da in Österreich am Red Bull Ring unser erstes österreichisches Heimrennen. Wir haben über 210 Autos am Start, 11 Rennserien sind da, ein absoluter Traum. Für uns eine der wichtigsten Rennserien und auch bekanntesten und auch am spannendsten zum Anschauen in der Rennserie ist sicher die BMW Challenge. Da haben wir dieses Mal 23 Autos am Start. Ein super, super Starterfeld und macht richtig Spaß zum Zuschauen. BMW Challenge bedeutet, dass es sich hier um einen Markenpokal handelt, bei dem mit gleichwertigen, ca. 200 PS starken BMW 325i E30 Renntourenwagen gefahren wird, mit Einheitsreifen und Einheitsfahrwerk. In Runde 1 bleibt vorerst die Reihenfolge der Startformation unverändert, das heißt vorne ist Polsetter Tobias Fischer, gefolgt von Sebastian Spiegelberger, Patrick Weiß, Lando Wedel, Richard Prethaler, Alexis Wedel, Gerhard Weiß und Christian Wedel. In der dritten Runde fehlt der drittplatzierte Patrick Weiß aufgrund eines Motorschadens und auch der zweitplatzierte Sebastian Spiegelberger, hier zu sehen im gelben BMW, wird plötzlich langsamer und rollt aus. Der Salzburger Tobias Fischer bleibt nach wie vor in Führung, gefolgt jetzt von den beiden deutschen adeligen Brüdern Lando von Wedel und Alexis von Wedel. Christian von Wedel fährt hier im Dreierpaket um Platz 4 mit Richard Prethaler und Gerhard Weiß, der hier aufgrund eines Verbremsers eine Offroad-Anlage macht, Platz 4 verliert, aber sich wieder auf die Strecke zurückkämpft und schließlich am Ende hinter Prethaler noch als Fünfter durchs Ziel fährt. Platz 3 belegt einer der Jüngsten im Starterfeld, der 20-jährige Alexis von Wedel. Ja, weil ich gestern leider kein Training fahren konnte, habe ich es heute Morgen nur auf Startplatz 6 geschafft und bin dann aber am Ende des Rennens auf Platz 3 vorgefahren und bin damit eigentlich sehr zufrieden. Den Sieg im fünften Lauf zur BMW Challenge und damit auch die Führung in der Gesamtwertung holt sich Tobias Fischer knapp vor Lando von Wedel, dem Vorjahresmeister. Es waren coole Fights direkt am Anfang und dann auch am Ende mit Tobias Fischer. Es war ein Fotofinish, hat leider nicht gereicht, aber nächstes Mal werde ich versuchen, noch mehr zu geben. Ja, war echt saugeiles Rennen. Ziemlich schwierig noch zum Schluss mit den Reifen, weil es ziemlich zum Schmieren angefangen haben. Gott sei Dank hat es noch gereicht, die Strategie hat gut gepasst, dass wir durchgehalten haben und ja, kann so weitergehen, hoffentlich. Weiter mit dem Histocup geht es am 17. und 18. Juni auf der Rennstrecke in Grobnik in der Nähe von Rijeka in Kroatien. Den Beitrag widmete Ihnen Reifen Steffni in Koppel bei Salzburg.